Initiative zu machen. Er hat mir den Impuls gegeben, dass ich mich Burghausen jetzt Wochenende hinstelle mit ein paar Leuten. Und danke an euch, dass ihr gekommen seid. Danke für den politisch unkorrekten Sammelplatz. Und warum ich eine Maske aufgehabt habe, das ist, weil Leute Fotos machen und dann kommt ein Pressesprecher, man, die Nazis. Gell? Wir sind keine Nazis sind und deshalb habe ich eine Maske aufgehabt, weil ich anonym bleiben will. Ja? Also, dass man das nicht falsch versteht. Die Demo in Nordeding, die war super. Da habe ich einen Impuls von dir dann weitergeben dürfen. Also Mut steckt wirklich an. Und wir Pendler stehen auf, weil wir der Politiker mal sagen wollen, dass politische Grenzen noch nie was Positives gebracht haben. Möchten Sie uns jetzt echt verzeihen, wenn es da zutun, dass der Virus verschwindet, sind die deppert oder was? Ich meine, jetzt seien wir nicht besser. Ja? Dann schaust du die Symptome auf dem Bundesministerium an, gell, für Gesundheit und Soziales. Ich habe mir gedacht, ich glaube, ich dran. Ich komme wirklich aus einem Tourismusgebiet, gell, da hast du dauerhaft Fieber, jegliche Seuchen, weil die zahlen alles daher. Aber dass da einmal Krankenstand gehen hättest dürfen, der hat gesagt, du kommst mal, weil sonst bleibst du überhaupt daheim, da brauche ich dich gar nicht mehr. Ja? Da bist du mit Fieber, mit Schnupfen, mit Duffen, mit alles bist du arbeiten gegangen, weil sie die braucht haben. Ja? Und da liest die Symptome durch. Nebenbei, die Kinder werden Emotionszombies, weil sie dauerhaft einen Fetzen im Gesicht haben. Nicht? Und nebenbei hängen sie die anderen, hängen sie nach der Reihe auf, lassen sie scheiden wegen Durchfall. Ja, die Symptome sind ja Wahnsinn. Die Verhältnismäßigkeit ist wirklich zum Schreien. Wegen Kopf, wegen Müdigkeit, Halsweh. Da hängen sie auch. Das geht ja wieder weiter. Aber Kinder, die was Emotionszombies sind, Existenzängste, Arbeitslosigkeit, das geht nicht nach 3 Tagen wieder weg. Denkt es einmal bisher nach. Das ist ein Wahnsinn. Danke. Ja, hallo, grüß euch, liebe Menschheitsfamilie. Vielen herzlichen Dank an jeden, der da ist. Wir haben schon gewonnen. Es ist gewonnen und jetzt sehen wir das Ganze zum endgültigen Konklusion einfach ausspülen. Ich bin der Steve, ich bin jeden Freitag in Linz. Wir waren am Freitag zum 29. Mal draußen. Bravo! Und die sind fertig mit uns. Wirklich fertig. Wie der zweite Lockdown ausgerufen worden ist, hat der Bürgermeister von Linz einen persönlichen Brief an den Veranstalter, an den Florian, schicken müssen. Und den hat er persönlich jemanden bringen lassen, weil die einfach fertig sind mit uns. Der Linzer Bürgermeister hat seinen Kopf hinhalten müssen, weil es einfach komplett außer Rand und Band ist. Und das Problem sind wir, weil wir unkontrollierbar sind. Weil wir es einfach machen. Jede Woche. Und ich bin schon langsam von mir selbst gelangweilt. Weil ich hab Mathematik und Geschichte auf Lehramt studiert. Bis 2017. Und dann habe ich von den 5G-Netzen erfahren. Den Ausbau von 5G-Telekommunikationstechnologie. Und dann habe ich gedacht, was ist denn da los? Die wollen eine komplette digitalisierte Gesellschaft kreieren. Wie wollen sie denn das machen? Die wollen ein Sozialkreditsystem, so wie in China haben. Okay, das ist Facebook fürs Bankkonto, wo du nicht nur Likes kriegst. Und wenn du was sagst, das was die Behörden, die Autoritäten nicht taugt, dann wird der Konto einfach abgeschaltet. So läuft es. Das nennt sich Technokratie. Und das wollen sie überall installieren. Und 2019 bin ich quer durch Österreich unterwegs gewesen und habe Vorträge zu 5G gehalten als Nicht-Experte. Ich bin kein Experte, ich bin Mensch. Und ich kann denken. Und es ist ganz wichtig, ein jeder Mensch hier hat einen Wert, einen enormen Wert. Und wir müssen an uns glauben. An uns selbst. Und wir haben schon gewonnen, indem wir jetzt da sind. Und das machen wir jetzt ein paar Mal, weil das macht Spaß. Das nächste Mal holen wir sich die Getränke mit und machen wir uns eine Gaudi. Es geht ums Leben. Wir sind nicht da, dass wir irgendwelchen Befehlen gehorchen. Sondern, wenn einer an einem Wahn leidet, dann nennt man es Geisteskrankheit. Wenn viele an einem Wahn leiden, dann nennt man es das neue Normal. Das ist das. Das ist alles. Und da spielen wir einfach nicht mit. Und mir ist ganz wichtig, dass unter allem ist eine Lernlektion. Und Corona ist nicht von irgendwo dahergekommen. Ich habe neben dem Studium Journalismus gemacht und habe Artikel geschrieben für ein Magazin. Und was da abgegangen ist in der Welt, wisst ihr, was in dieser Welt passiert? Das ist organisiertes Verbrechen. Das ist das, was es ist.
Für was braucht der Verfassungsgerichtshof Monate, dass er Verordnungen prüft? Das ist Theater für die Massen. Das ist Kriminalität. Und ihr seid da mit dabei. Und eins ist nämlich wirklich wichtig. Nichts. Diese ganzen Verordnungen sind keine Gesetze. Warum nicht? Ich sage euch eins. Alles in dieser Welt, dieses System, in dem wir sind, ist alles Vertragsrecht. Ein jedes Gesetz ist ein Vertrag. Und ein jeder Vertrag muss versichert sein. Wenn ein Vertrag nicht versichert ist, dann ist derjenige, der es herausgibt, der Herausgeber der Verordnung, Herr Anschober, ich hoffe, Sie hören zu, in der privaten Haftung. Weil es nicht versichert ist. Wie wollen Sie bitte eine Maske versichern? Kennen Sie nicht, weil es Schaden verursacht. Wer haftet für Schäden, ist die entscheidende Frage. Und wenn irgendjemand zu euch kommt und euch testen will, oder er will Maskenpflicht, oder jetzt müssen wir eine Impfung geben, sag ich eins, schreibt eine Haftungserklärung. Ja, das erkläre ich dir schon, wie das läuft. Und das kann auch jeder machen, okay? Ich renne nicht zum Anwalt und sage, kannst du mir bitte eine Haftungserklärung schreiben? Ich habe am 23. Oktober über eine Haftungserklärung an den Herrn Van der Bellen abgegeben. Warum kann ich das? Weil ich mir es traue. Weil wir da einfach nicht mehr mitspielen. Und das neue Normal von Corona, dieser Wahnsinn, ist entstanden vom Normal davor. Es ist nicht korrekt, dass man seine Stimme abgibt, alle 4 Jahre, und seine Verantwortung abgibt an organisiertes Verbrechen, und dann bekommt man diese Früchte halt. Dann bekommt man das, was wir jetzt haben. Und jetzt hat es ein paar Monate gebraucht und jetzt sind wir da. Hey, ich danke jedem Einzelnen, der was da ist. Ihr seid das Zeichen für die ganze Welt. Und Österreich ist ein kleines Land und wir holen uns das Land zurück. Alles wollen wir zurückhaben. Wir wollen das ganze Geld zurückhaben von euch Bankstern. Ihr habt das ganze juristische System habt ihr eingenommen. Der Lissabon-Vertrag von der Europäischen Union 2009 hat alle Verfassungen abgeschafft. Und das Buch habe ich von einem Juristen gelesen, der unter einem Synonym schreibt und das Schritt für Schritt erklärt, dass das ein Ermächtigungsgesetz war. Der Lissabon-Vertrag, das sollte nämlich eigentlich die europäische Verfassung sein. Was ist das kriminelle Mafia-Netzwerk? Die Europäische Union. Das World Economic Forum. Es geht nicht um Corona. Es geht um The Great Reset. Der Klaus Schwab, der ausschaut wie einer von einem Gangsterfilm. Yeah, we gonna have the great reset. And Corona is perfect opportunity. Ja, für was? Für ein digitales Kontrollsystem durch 5G. Es hat einen Grund, warum man 5G niemals ansprechen darf mit Corona. Das ist Militärtechnologie. Das ist niemals auf Sicherheit getestet worden. Wer testet einmal ein Waffensystem auf Sicherheit? Und ich sag nur eins, wir haben schon gewonnen, wir haben schon gewonnen. Glaubt's an euch, schaut's denn auf die Experten hoch, schaut's denn auf mir hoch. Ich war genauso da und hab Angst gehabt davor, dass ich vor andere Leute rede. Wir schaffen es gemeinsam und wir müssen unser Land zurückholen, weil es ist von Kriminellen eingenommen worden. Das müssen wir checken. Und ich hoffe, ich habe keinen verletzt mit dem, was ich sage, weil ich sage einfach nur eins. Fragt's warum. Es ist Zeit. Wir sind die Macht in dieser Welt. Wir, jeder einzelne Mensch, kein Politiker. Es ist vorbei mit euch. Die Menschen übernehmen jetzt. Jeder einzelne von uns. Weil wir können das definitiv besser machen, als wie alles, was sie die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Danke. Also ich bin der Toni Huber aus Kirchhain-Schöring. Einige vielleicht sind dabei, die mich kennen. Ich bin ja auch schon geraume Zeit unterwegs auf dem Sektor. Aber ich möchte euch bloß ermutigen zu ganz einfachen Sachen, die ich selber erlebt habe.
Ich bin zufällig an der Schule vorbeigegangen. Ein Schuh war gerade aus. Und dann kommen die Kinder alle mit Lätschenfetzen aus der Schule raus. Ja, dann sage ich, was habt ihr denn hier vor eurem Gesicht? Das ist sofort aber, das ist sowas von ungesund. Und dann haben sie es runtergetan. Einer nach dem anderen und gelacht haben sie. Und das müsst ihr ihnen vormachen. Ihr müsst ihnen sagen, dass das alles nicht sein muss, was ihnen da in der Schule aufgeheizt wird. Meine Frau war auf der Demo in München mit mir. Sie ist erkennungsdienstlich vernommen worden, hat eine ganze Stunde gedauert. Mit Foto, wie ein Schwerverbrecher. Lauter schwarze Polizisten waren um sie herum und haben sie da verhaftet. Und also Unsinn hoch drei. Aber nichts merken lassen. Einfach mitmachen, den Schmarrn, weil irgendwann werden sie selbst die Polizisten merken, dass da ein Scheißzeichen machen müssen momentan. Und ich sage euch eins, die Brücken lassen wir uns nicht mehr sperren. Heuer im Frühjahr habe ich rumgeblasen zu euch. Und jetzt in Zukunft blasen wir miteinander, da Renten. Ihr habt so hervorragende Blaskapellen. Wo ist denn euer Blaskapellen heute gerade? Die kehren da auf und ummarschieren und blasen. Und ihr habt so gute Musikanten und Sänger. Und ach, ich darf gar nicht trudingen, wie herrlich das ist, dass ich beim Lambrechtshausener Jägerchor singen darf, dass ich in Salzburg singen darf im Chor. Und gerade schieß mit euch. So. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, weißt's. Und ich möchte mich jetzt bei allen herzlich bedanken fürs Kommen. Es ist super, dass so viel ausgerückt sind. Und wir werden sicher weiter da. Der Christoph und ich haben uns zusammengeschlossen. Es ist nicht schwer. Dort ist dasselbe, geht's mit und kommt vielleicht auch am Freitag wieder. Freitag machen wir auch wieder was, da stehen wir wieder auf der Brücke. Ein bisschen im kleinen Stil, aber da kommt's auch wieder. Und so bauen wir das Schritt für Schritt weiter und mir lässt uns nichts gefallen. Und nochmal danke auch für die Spendenbox. Ist auch wichtig, wir müssen das sowieso auf eigene Kosten finanzieren. Deshalb ist es wichtig, wenn wir zusammenhelfen. Ja, da bleibt nichts mehr übrig, als wir euch ein gutes Heimkommen wünschen. An Christoph ein herzliches Dankeschön für die Veranstaltung. Er ist eigentlich der Hauptinitiator. In diesem Sinne, wie der Jassin gesagt hat, vielleicht in Salzburg, sagen wir uns wieder, oder irgendwo, und wenn es mal zum Weiterfahren ist, nach Wern, Heldenplatz, ist ein heißer Typ, den müssen wir nochmal vollbringen. Danke. Ich habe mich nicht so viele Punkte.